Heute ist ein bisschen eine ungewöhnliche Vorlesung, vom thematischen her, vom Raum sowieso ungewöhnlich hier bei den Biologen, aber vom thematischen ungewöhnlich, weil wir heute ganz wenig Kryptographie machen und ganz viel Mathematik. Genau, ja. Aber das mache ich auf den Wunsch Ihrer Vorläufer, weil was wir historisch immer gemacht haben, glaube ich, die ganzen Jahre, wo ich hier bin, mit dem symmetrischen Kram, wir sind ja noch symmetrische Kryptographie, voll in der Mitte drin. Hallo, können wir hier alle zusammen? Die Ecke da, genau. Was wir immer gemacht haben, wir haben Stromchiffren hier angerissen und dann haben wir im relativ hohen Detaillierungsgrad das gemacht und da kommen ja Hausaufgaben dazu und dann lernt man die Sache ja noch tiefer. Und was wir dann gemacht haben, wir haben algorithmisch bei DES aufgehört, die DES, und sind dann zum nächsten Thema gegangen, diesen Betriebsmodi. Das ist, wie setzt man Blockchiffren ein, wie benutzt man DES? Weil DES ist Ihnen ja vielleicht schon mal aufgefallen, da können Sie ja nur 8 Byte gleichzeitig verschlüsseln, ne? 64 Bit. Und die meisten Nachrichten, die man so verschlüsseln will, eine E-Mail zum Beispiel, die haben mehr als 8 Byte. Das heißt, wie geht man damit um? Das sind diese Betriebsmodi, Modes of Operation, die machen wir, weiß ich nicht, in ein paar Wochen. Was ich aber nicht gemacht habe, und da kam eben die Unzufriedenheit der Studenten auf, und ich denke, da haben Ihre Kommilitonen sehr gute Argumente, warum machen wir nicht den modernen Kram? Warum machen wir nicht den AES, Advanced Encryption Standard? Okay, und da waren zwei Gründe, nämlich die eine war, man kann nur so viel in einer zweisemestrigen Vorlesung machen, ne? Und der andere war, wenn ich AES mache, und das ist der Unterschied zum DES, dann braucht man die mathematischen Grundlagen, weil der DES ist zusammengebastelt aus Berechnungen in ungewöhnlichen mathematischen Strukturen und die machen wir heute und der DES nicht. DES war ja erstmal nur Permutation und komische S-Box-Lookup und so weiter und so weiter. Beim AES ist das anders, das heißt, da habe ich mich immer vor gescheut, mache ich das jetzt im ersten Semester, diese neue Mathematik einzuführen, weil da eine Stunde drauf geht. Und das machen wir heute, da geht eine Stunde bei drauf. Fand ich jetzt didaktisch ganz gut, weil diese ungewöhnlichen Zahlensysteme, die kriegen Sie noch mindestens zweimal im Studium. Also die sind für die Kryptographie ziemlich wichtig und da dachte ich, wir machen hier eine Einführungsvorlesung und Sie kriegen ja sowieso ganz viele Themen, nicht so tief, wie man die vielleicht jetzt im achten Semester machen würde. Und da habe ich mir gedacht, machen wir das Gleiche mit den endlichen Körpern. Die machen wir nämlich heute. Also erste Mal endliche Körper. Auf denen habe ich promoviert, ist also nicht so, dass mir das jetzt sehr fern ist unbedingt. Ich dachte, die werden nicht angemessen für das erste Semester, dann probieren wir mal. Und wenn Sie alle Selbstmord begehen bis zum nächsten Mal, dann war das ein Fehler und sonst machen wir das von jetzt an. Nee, aber der süße Anreiz ist natürlich AES, das ist der Advanced Encryption Standard und das ist der Weltstandard überhaupt. Also wenn Sie heute ein neues Sicherheitssystem machen für den, weiß ich nicht, französischen Bankenverband, dann nehmen Sie AES nochmal als Standard. Das ist der Reflex, also das ist mit Abstand der wichtigste symmetrische Algorithmus. Was man dafür machen ist, jetzt 90 Minuten zuhören, dass der Herr Paar irgendwelche komische Mathematik erklärt. Okay? Kommt aber später wieder, also wenn Sie jetzt aufpassen, die Hausaufgaben gut machen und die Klausur bestehen und den Galois-Field-Kram verstehen, werden Sie... wird sich ja später auszahlen, weil die Sachen kommen später. Und wenn Sie jetzt das Prinzip verstanden haben, ein bisschen rumrechnen können, sieht das nachher in der diskreten Mathematik alles viel, viel harmloser aus. Okay. Endliche Körper. Also wir machen heute fast keine Krypto, vielleicht gar keine Krypto, vielleicht ein bisschen Krypto und fast nur irgendwie die mathematischen Grundlagen. Fangen wir an.
den Grundlagen. Erstmal, und ich weiß gar nicht, hat der Kollege aus der Mathematik, haben Sie da Körper gemacht als algebraische Struktur? Wahrscheinlich nicht, nehme ich an. Ne? Genau, brauchen die Ingenieure ja nicht. Sie haben ja die E-Technik-Mathematik, brauchen sie nicht. Wir brauchen die aber. Sind in guter Gesellschaft, macht praktisch kein Ingenieur. Zumindest in Deutschland wird da traditionellen Ingenieurausbildung nicht gemacht. Ich habe darauf promoviert, ich habe das dann auch mit, weiß ich nicht, 28 das erste Mal davon gehört, dass es die Dinge überhaupt gibt. Okay? Ist erstmal, erstmal zur Bezeichnung, ja. Die Dinge heißen eben endliche Körper. Und im Englischen Galois Fields. Okay. Das wird auch schon mal oft im Deutschen verwendet, ist eigentlich aber nicht richtig. Und das, was es nicht gibt, ist eigentlich Galois-Körper. Das ist irgendwie weißer Schnee oder sowas. Das ist das Gleiche. Kennt jemand Évariste Galois? Was ist an dem besonders, dem Mathematiker Ende 18. Jahrhundert? Weiß das einer? Wie ist der gestorben? Nie gehört. Schlechter Leistungskurs Mathe. Der ist, glaube ich, mit 21, war der ist beim Duell gestorben, über eine Frau. Schön romantisch, wie man sich das vorstellt. Und der hat am Vorabend, und die Geschichte hört sich ja fast zu gut an, um wahr zu sein, aber die wird überall so erzählt, die scheint zu stimmen, am Vorabend vor dem Duell, böse Vorahnung, hat er sein ganzes mathematisches Lebenswerk, das war ja natürlich noch nicht so weit mit 21, niedergeschrieben. Da war die ganze Theorie der endlichen Körper drin, also ziemlich beeindruckende Sache. Der hat das Duell dann nicht überlebt, ne? Das war das Letzte, was er gemacht hat. Müssen Sie mal in Wikipedia nachgucken, da steht bestimmt mehr drin, ne? Oder in einem mathematischen Lexikon. So, was ist ein endlicher Körper? Und da gibt es auch zwei Notationen, werden Sie nachher sehen, die sind die, genau, die jeweils einem der Begriffe zuzuordnen ist. Was ist das? Also grobe Definition. Ein Körper ist eine endliche. Ein endlicher Körper. Ein Körper ist eine. Endlich lassen wir weg, ist eine Struktur. Oder ist eine Menge. Ist eine Menge von Elementen. In der die vier Grundrechenarten auf den Elementen ausführen können, ausführbar sind. Also grob gesprochen, was wir jetzt machen wollen, im Körper, wir hatten ja schon mal einen Ring gehabt. Ne? Da hatten Sie auch die Definition, auch im Skript hatten wir auch damals ausgeteilt, glaube ich, als Hilfsblatt. Ring basiert ja auf einer Gruppe, ne? Also eine Operation mit Plus und da ist alles friedlich. Und da gelten diese vier Gruppenaxiome, ne? Was man machen kann. Dass sie Null-Element existiert, neutrales Element und es existiert eine Inverse und kommutativ manchmal, assoziativ manchmal, assoziativ. So, und dann bei einem Ring, was kommt da noch bei einem Ring dazu? Weiß das noch einer? Gruppe und dann der Unterschied zum Ring, was kriegen wir dazu? Die Erweiterung, weiß das, hat das noch einer drauf? Definition von einem Ring. Da kommt eine Operation, da kommt die Multiplikation dazu. Erinnert sich ganz schwach. Also wir haben hier so eine Gruppe. Da hat man G
mit der Operation Plus wird die oft genannt und dann die inverse Operation. Die inverse existiert und die inverse führt zum Minus. Ja. Das können wir jetzt erweitern. Da kommt ein Körper, das Plus und Minus wie bisher. Das ist dieses ZMR Modulo M rechnen, Modulo 26 hier, irgendwie Cäsarchiffre oder sowas, da haben wir einen Ring. Da kommt Plus, Minus und Mal dazu. Erinnern sich ganz schwach die Verschlüsselungsvorschrift A mal X plus B war doch diese affine Chiffre, ne? Da haben wir doch Plus und Mal drin, ne? Und mit welcher Operation gab es denn da manchmal Ärger? Mit Inverse, ne? Mit dem Teilen, die existiert nicht immer, deswegen... Im allgemeinen Fall kann man sagen, dass das Mal hat die Inverse nicht immer. Im Allgemeinen haben die Elemente die nicht. So, und jetzt kann man sich ja vorstellen, es wäre jetzt ja schon Körper zu haben, wo die Inverse immer existiert. Und voilà, Évariste Galois, die gibt es. Das sind nämlich die Körper. Ne? Ring. Was hab ich? Ring. Ich habe eben vom Ring geredet. Ne? Das war der Ring. Z26, ne, ist ein Ring. So, und jetzt wollen wir einen Ring machen, indem wir immer invertieren können. Da kriegen Sie die nächste Übermenge. Jetzt mache ich mal so dieses Dividieren. Oder können Sie auch Dividieren machen. Ist jetzt vielleicht in dem heute, jetzt im Moment, das ist einfacher. Okay? Das heißt, auch wie der eingeführt wird, und die genaue Definition will ich jetzt nicht anschreiben, die steht im Skript drin. Ja, die genaue Definition ist, dass ein Körper aus zwei Gruppen besteht, eben der sogenannten additiven Gruppe und der multiplikativen Gruppe. Das heißt, da, wenn Sie so wollen, da leben zwei getrennte Operationen drin, nämlich Plus mit Minus und dann Mal mit geteilt. Und die operieren aber auf den gleichen Elementen, bis auf die Null, die ist nur in dem einen Set drin. Okay, so. Und jetzt ist der Witz eigentlich, und das ist komplizierter, als man denkt. Erstmal denken wir, naja, das ist ja jetzt gar nicht alles so schlimm, gescheite Rechenregeln für die Elemente zu finden. Also zum Beispiel, wie es in der Kryptographie ist zum Beispiel so eine Sache, da wird im AES, da hätten wir oft gern so eine, nicht nur einen Körper, sondern einen endlichen Körper, also eine endliche Anzahl von Elementen. Und eine Elementeanzahl, die ganz, ganz attraktiv ist in der Kryptographie, ist 256 Elemente. Warum? Was ist an 256 so besonders? Potenz von 2 nämlich. Und was für eine 2 hoch was ist 256? 8, ein Byte. Einfach wegen Digitaltechnik, ne? Weil 8 mit Mikroprozessor, 8 mit Smartcards. Ne? Wenn Sie Ihre Geldkarte aufsägen könnten, würden Sie dann 8-Bit-Prozessor drin finden. Also 8-Bit so als Byte, als Datenstruktur ist interessant. Das heißt, für so auch aus Implementierungssicht, auch aus kryptografischer Sicht, ist so ein 8-Bit-endlicher Körper, wo wir eben jedes Element mit 8-Bit darstellen können, höchst interessant. Und es ist jetzt überraschenderweise kompliziert, und das machen wir heute, Rechenregeln darauf zu definieren. Also wenn wir 256 Elemente haben, einen Sack, hier eine Wolke oder was, ein Kreis, mit 256 Elementen, ja, dann geben Sie Namen A, B, C, D, E, F, G und dann bis Z und dann, weiß ich nicht, nennen Sie die Petra, Manuel, Thomas. Sie wissen, was ich meine, 256 Elemente. Wie definiere ich Rechenregeln, sodass diese vier Grundrechenarten immer halten, dass sie ausführbar sind? Und darum geht es jetzt. Ne? Also wie schaffen wir uns Rechenregeln, um in so einem endlichen Struktur sauber rechnen zu können, ohne irgendwann Widersprüche reinzukriegen? Das ist eigentlich der Witz dabei. Müsste ich weitermachen. Ziemlich einfach, ziemlich primitiv hier. Ne? Genau. Geht das so? Okay. Jetzt die Notation. Ne,
der Mathematik wird das oft so, also meistens so dargestellt, ZQ, das heißt, das ist dann ein Galois-Field, also ein endlicher Körper mit Q-Elementen. Eine alternative Darstellung ist, und die macht man in, der, so in den angewandten Wissenschaften öfters, das ist GF in den Klammern von Q. Und was das bedeutet ist, das heißt, endlicher Körper mit Q-Elementen. Und Elementen kürzt sich ganz oft ELT ab, ja? Okay? So, und jetzt kommt zuerst mal ein Existenzsatz, nämlich, wenn wir uns jetzt angucken, und diese GFQ-Notation, die benutze ich einfach, weil ich mich daran gewöhnt habe. Sie können auch komplett ZQ durchziehen. Sind zwar inkompatibel mit mir und vor allem im Skript, das ist nicht so schön, aber wäre genauso richtig oder falsch. Also ich nehme jetzt GFQ, sondern jetzt gibt es einen ganz wichtigen Existenzbeweis, nämlich wann die existieren. Das heißt, was für endliche Körper kriegt man hin? Nämlich, wenn wir GFQ haben, dann muss Q die Form haben P hoch M, wobei M positiver Integer und P irgendeine Primzahl. Das heißt, hier sollten wir vielleicht vorschreiben, da drunter, genau, schreiben wir vielleicht jetzt hier, endliche Körper haben genau P hoch M Elemente, wobei M positive Ganzzahl und P Primzahl. Das heißt, gucken wir uns mal Beispiele an. Gibt es einen Körper mit 7 Elementen, das heißt, existiert GF7? Ja, ne? Nämlich welchen Wert hat P dann bei GF7? 7 und M? Das sind die sogenannten Primkörper, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Okay. Gibt es den Körper GF256? Hatten wir eben. Ne? Der wird dann auch meistens wird der geschrieben als GF2 hoch 8. Das springt an dem Auge. 2 ist eine Primzahl, ne? Falls Sie das in der Schule nicht hatten. Ne? 2 ist eine Primzahl. Die 1 ist eine große, große Ausnahme, nicht nur, weil die so klein ist, ne, und süß, sondern weil das die einzige Primzahl ist, die was ist? Gerade, genau. Hatte ich schon mal gesagt, der Kollege Professor Martin macht doch hier in der Einführung Informationstechnik, macht er doch, glaube ich, diesen Versuch mit der CD, ne, und dem Bohrer? Hat er, kommt noch, ne, genau. Habe ich schon mal von erzählt, man kann eine CD in 3 mm Loch bohren und dann tun sie CD in CD-Spieler und dann hört man keinen Kratzer, hört sich immer noch gut an. Das basiert auf fehlerkorrigierenden Codes, ein Thema, was wir hier nicht machen, haben wir nachher eine Vorlesung im Hauptstudium, keine Sorge, wenn Sie das interessiert. Da sind ziemlich komplizierte Algorithmen, die am Hintergrund laufen. Witzigerweise, diese Algorithmen, diese mathematischen Verfahren, laufen alle über genau dem Körper ab. Der Körper ist in allen CD-Spielern weltweit drin. Also da haben sie, da ist irgendwie ein ASIC drin oder ein Mikroprozessor oder so und der macht ja Berechnungen
Und die Rechnungen werden jetzt nicht eben in einem Integer, mit Integer gemacht oder mit reellen Zahlen oder komplexen Zahlen oder Floating Points, sondern genau da drin. Also genau dieser Einerkörper ist extrem weit verbreitet in der Praxis. Wissen die wenigsten Leute, sie wissen es jetzt. Und oben im IS. Im IS ist genau dieser Einerkörper, ist ganz interessant. So, was ist denn, können wir uns denn eine Menge mit 12 Zahlen basteln, in der all die Körperrechenregeln gelten? Müssen wir uns jetzt die Primzerlegung angucken. Ja, probieren wir 12 und es sieht irgendwie so ähnlich aus. Gucken wir uns mal an, wie zerfällt 12 denn, wenn wir die kanonisch darstellen als in die Prim. Was ist der kleinste Primfaktor von 12? 2. Wie oft kommt die vor? 2 hoch 2 mal. Und das ist nicht die Form Prim mal Hochzahl, Primzahl mit einem Exponenten, sondern es ist Primzahl Exponent mal Primzahl. Ne? Das heißt, den Mathematikern würde schlecht werden, wenn die das sehen würden. Ja? Also das ist schon von der Notation grober Unsinn. Okay? Das heißt, es existieren nicht alle Körper, sondern nur Körper mit einer ganz speziellen Anzahl von Elementen. Das ist eine ganz witzige Sache. Sie werden irgendwie in einer Stunde werden Sie ungefähr wissen, wovon ich erzähle. Das heißt, Sie können sich nicht ein Set mit 12, eine Menge mit 12 Elementen, also A, B, C, D, E, F, G bis M oder was immer der 12. Buchstabe ist, und dann Rechenregeln definieren, sowas wie A plus F ist gleich M oder F oder sowas. Ne? Können Sie machen, können Sie anfangen jetzt zu definieren, mit allen möglichen Elementen kann man sich ja so als Matrix aufschreiben. Ne? Dann hätten Sie eine Plusmatrix und eine Malmatrix und irgendwann würden Sie sich in Widersprüche verstricken. Also irgendwann würden all diese Körperrechenregeln mit dem neutralen Element, dem inversen Element, irgendwann wird das nicht aufgehen. Das kriegen Sie nicht mit 12 Elementen hin. Kriegen wir das mit 11 Elementen hin? Ja, kriegen wir mit 13 Elementen hin? Ja, mit 12 nicht. Warum? Weil 12 die Sachen nicht. Warum ist das? Beweis machen wir hier nicht. Das kommt in der diskreten Mathe 1 machen wir es. Da gehen so ein, zwei Wochen drauf, da wird das nur dieser Existenzbeweis von endlichen Körpern rangeführt. Wie gesagt, Erstsemester, wir machen nur die Sachen, die Spaß machen. Ne? Das heißt, wir lernen damit rechnen. Okay. Wenn wir uns das so angucken, zerfallen diese Körper nochmal, die werden klassifiziert eben nach ihrer Struktur, nämlich einmal hat man den Fall, sorry, nicht GFP, GFP hoch M. Und zwar hat man einmal den Spezialfall M gleich 1, das heißt, wir haben GFP hier, das sind die sogenannten Primkörper. Dann hat man den Fall M echt größer 1, das ist dann eben der allgemeine Fall, GFP hoch M und die heißen dann Erweiterungskörper. Und die sind ganz, 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 ganz wichtig. Man muss auch sagen, historisch hier in Bochum ist diese Sache, Erweiterungskörper in der Kryptographie ist so einer der Forschungsschwerpunkte, wo wir auch gut sind. Das ist der Professor Avanzi in der Mathematik. Der hat eben ganz viel zu gemacht, also gerade zur Arithmetik, schnell damit rechnen, ist einer der prominenten Leute weltweit. Und wir machen da meine Arbeitsgruppe auch vom Ingenieurstandpunkt. Wir haben da auch relativ viel zu gemacht. Wie gesagt, ich habe auf den schnelle Implementierung von denen promoviert in Hardware. Also kennen wir uns ganz gut aus. Von daher ist das jetzt, glaube ich, auch für den Standort Bochum nicht schlecht, wenn Sie da jetzt in der 6. Semesterwoche schon mal mit konfrontiert werden. Meistens geht Erweiterungskörper, der Professor Avanzi hat da eine Spezialvorlesung nur über Erweiterungskörper, endliche Körper in der Kryptographie. Wirklich spannende Sache. So, das war so Vorgeplänkel, ne? Steht auch irgendwo Grundlagen. Und jetzt gucken wir uns die erste ernste Sache an, nämlich Grundlagen, das wäre jetzt zweitens, oben sollte eigentlich eine 1 stehen, gucken wir uns die Primkörper an.
Definition. Ein Primkörper. Ein Körper, dessen Elementeanzahl prim ist. Okay. So, das Schöne an denen ist, jetzt ist ja erstmal, was so für Sie elementar, wenn man nur Anwender ist, wenn man sich nicht da um die mathematischen Eigenschaften kennt, sondern einfach damit rechnen will. Warum? Weil man mit AES verschlüsseln will. Da werden Sie sehen, also wo Sie zum Beispiel im DES war ja der Diffusions, die Diffusionsoperation war so eine Bit-Permutation, erinnern Sie sich noch ganz schwach, diese P- oder E-Sache, ne? Einfach so ein Cross-Wiring, also so eine Verdrahtung. Im AES müssen Sie da eine Matrix, Vektor-Matrix-Multiplikation machen. Die ist ja langweilig, kennen Sie aus der Mathe A, ne? Erste Semester Mathe. Aber nicht eine Matrix-Operation über den reellen Zahlen oder komplexen Zahlen, was auch immer, sondern im Galois-Field, das heißt direkt in einem endlichen Körper. Das heißt, sobald Sie verschlüsseln wollen, müssen Sie damit operieren. Was ich jetzt sagen will, worauf es uns primär ankommt, was wir hier in der Vorlesung machen, ist die Rechenoperation erklären. Wie rechnen wir damit? Okay? Und jetzt gucken wir als erstes den Primkörper an. Die Sache ist, beim Primkörper sind die Sachen sehr, sehr einfach. Das sind nämlich eigentlich Sachen, die wir seit 5 Wochen zusammen machen. Das heißt, werden Sie jetzt in einer Minute sehen, worum es geht. Wir gucken uns GF3 an. Körper mit 3 Elementen. Nee, dann machen wir mit 5 Elementen. Im Skript habe ich 3 stehen. Ich mache mal 5, ist, glaube ich, didaktisch besser. Im Skript steht 3, aber das ist, glaube ich, zu klein. Da sieht man so ein paar Sachen nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, das heißt, wie nennen wir die Elemente? Die Elemente nennen wir, die könnten wir jetzt irgendwie Petra, Bert, Christian, Doro, Emil nennen, ne? A, B, C, D, E oder sonst irgendwas oder Alpha, Beta, Gamma. Aber es macht Sinn, werden Sie sehen, im Primkörperfall macht das Sinn, die wirklich mit Zahlwerten zu belegen. Das heißt GF5, 0, 1, 2, 3, 4. Muss nicht sein und die sind, also ist auch verführerisch jetzt zu denken, das sind ja eigentlich Integer, das sind keine Integer, das sind eigentlich nur Platzhalter für diese 5 Elemente. Jetzt die Frage ist, Rechenregel. Das heißt, wie verknüpfen wir diese 5? Ne? Können Sie sich so ein Diagramm anlegen? Und zuerst mal gucken wir uns Addition an. Was kann man denn prinzipiell machen? Ja, man kann die 0 mit der 1 verknüpfen, die 0 mit der 2, die 0 mit der 3, die 0 mit der 4. Man kann die 1 mit der 0 verknüpfen, die 1 mit der 2, die 1 mit der 3, die 1 mit der 4 und so weiter. Das heißt ja, jedes Element mit jedem interessiert uns ja. Und wie macht man das? Schreibt man in einer Matrix auf. Eigentlich bräuchten wir nur eine halbe Matrix, aber machen die mal ganz. Das heißt, hier tragen wir alle Elemente ein. Und jetzt müssten wir eintragen, was das immer ist. Und im Moment wissen Sie noch gar nicht richtig, wie addiert man im endlichen Körper. Jetzt wäre es verführerisch zu sagen, ich addiere ganz normal. Wie Sie es seit dem ersten Schuljahr gewöhnt sind. Ne? 2 plus 1 ist 3. Und das geht, und in der ersten Zeile geht das. Also 0 plus 0 ist 0, 0 plus 1 ist 1 und so weiter. Okay? In der zweiten Zeile 0 plus 1 ist 1, 1 plus 1 ist 2, das geht auch gut. 3 plus 1 ist 4. 1 plus 4 ist 5 und da rappelt es.
weil hier nicht drin steht, sie sagen, warum 0? 0 ist genau richtig, da kommt die 0 hin. Erstmal gibt es hier, eigentlich muss das sein, es darf hier kein, es muss irgendwie eindeutig sein, das wäre schlecht. Aber welche Rechenvorschrift entspricht das, die wir jetzt schon seit 5, 6 Wochen kennen? Modulo, genau. Und der Witz, muss man sagen, das ist wirklich ein Zufall. Im Primkörper machen Sie ganz normale Integer-Arithmetik, also Ganzzahl-Arithmetik, mit Modulreduktion nachgeschaltet. Also ein Primkörper, obwohl Sie das gar nicht wussten, ist genau das, womit wir uns hier seit ein paar Wochen rumschlagen, die Modulararithmetik, die kommt genau bei Primkörpern auch zu tragen. Also super, dass ich Sie damit gefoltert habe bisher, ne? Weil können Sie jetzt schon wieder beim Ei, nee, eben nicht beim Ei, aber können Sie in endlichen Körpern gebrauchen. Das heißt, Sie können jetzt die Tabelle hier ganz normal ausfüllen. Ne? 2, 3, 4. Machen Sie das mal, ja, ich kann das ja. Okay, dann haben jetzt 90 Sekunden Zeit, okay. Okay, haben wir alle hoffentlich, ne? So, das wäre die erste Operation. Dann müssten wir uns die Minus zulegen. Und die Minus, da reicht uns eigentlich, weil das Minus ist erstmal nicht als... Weitermachen. Das Minus ist erstmal nicht als binäre Operation definiert. Das heißt, binäre Operation hast jetzt nichts mit Binärtechnik zu tun, sondern binär heißt, zwei Elemente werden immer verknüpft. Zum Beispiel hier, das bedeutet hier Element 3 plus 1, das heißt zwei Elemente. Das ist eben genau, wie man sich eine binäre Operation vorstellt. Wenn wir in die Definition gucken, die wir jetzt nicht da haben, ne, vom endlichen Körper, aber ich glaube, dass er wirklich nur ablenkt, die formalen Definitionen, die kommen im Skript und der Tim macht das auch mit Ihnen in der Übung, dann werden Sie sehen, die Minus ist erstmal nicht als binäre Operation definiert, sondern einfach als Inverse, additive Inverse. Das heißt, additive Inverse heißt, ein Element x plus die Inverse von x ist gleich was? Ist gleich 0, ja? Weil das 0 das neutrale Element ist. Mod, und jetzt in dem Fall Primkörper mod p. Okay? Und das hier ist jetzt hier Inverse von x. Okay. Additive Inverse. Das gleiche gibt es auch bei Multiplikation. So, da könnten wir uns jetzt ja so eine Tabelle anlegen, ne? Das war jetzt also Plus. Oder Addition. Machen wir hier additive Inverse. Das heißt, hier schreiben wir uns den 0, 1, 2, 3, 4. Und als Notation, da kommt jetzt das Minuszeichen ins Spiel, ne? Als Addition, als Notation nennen wir dieses Element minus x. Okay, das ist hier x minus x ist 0, das sind wir ja so gewohnt. Das heißt, wenn wir hier x hinschreiben, wenn wir x auch x hinschreiben,
Ja, machen wir mal. 0 minus was ist denn 0? Die 0 selber, ne? Das war einfach. Ja, aber der 1 ist jetzt schon nicht mehr ganz so trivial. 1 plus was macht denn 0? Modulo 5. Was muss ich zu 1 dazu addieren, damit der 0 rauskommt? Die 4, ne? 1 plus 4 ist 5, 5 modulo 5 kommt 0 raus. Da kommt die 4 hin. Was kommt bei der 2 hin? 3, gut. Bei der 2? Bei der 4 kommt wieder die 1. Erste Operation Addition haben wir hier gemacht mit der Tabelle. Zweite Operation Minus oder additive Inverse haben wir auch hinter uns. Was machen wir jetzt weiter? Was gibt es noch an Operationen? Multiplikation. Machen wir wieder so eine Cayley-Tabelle. Weil wir müssen jetzt wieder, das ist ja wieder eine binäre Operation, das heißt Verknüpfung zweier Elemente, müssen wir wieder alle mit allen betrachten und das lässt sich gut in hier so einer matrixartigen Tabelle darstellen. Oh, das ist jetzt schlecht, das soll kein x sein, sondern mal, ne? Hier auch wieder. Wissen wir nicht genau, wie wir damit umgehen können. Gott sei Dank ist die Multiplikation in dem Primkörper wieder eine normale Integer-Multiplikation mit nachgeschalteter Modulo-Reduktion. Gott sei Dank. Das heißt, da ist erstmal genau das, was wir schon seit der ersten und der zweiten Woche machen, seitdem wir Modulararithmetik eingeführt haben. Also 0 mal 0, hier kommt überall eine 0 hin. Okay. Den Rest machen Sie, gebe ich Ihnen nochmal 90 Sekunden, füllen Sie selber aus. Brauchen Sie nicht zu machen, wenn Sie das machen, der Stoff zieht nachher noch an. Also es wird nachher noch ein bisschen spannender und ist, glaube ich, ganz gut, wenn Sie es jetzt machen, dann haben Sie so ein bisschen eine Chance, dass Sie ungefähr verstehen, was ich hier vorne mache. Ja? Also auch wenn es lächerlich ist, machen Sie es, nehmen Sie sich die 90 Sekunden Zeit und probieren Sie die Tabelle auszufüllen, weil Sie es dann so ein bisschen verstehen. Sie merken, das geht immer so wunderbar auf. Sie haben hier pro Zeile oder Spalte, kommt jede Zahl taucht nur einmal auf. Das ist also immer eindeutig, diese Multiplikation. Ne? Gut. Was fehlt jetzt noch? Die Division, aber so ganz richtig gibt es keine Division. Was es allerdings gibt, ist die multiplikative Inverse. Multiplikative
ist die definiert, analog zu eben, ein Element x mal die inverse muss gleich 1 sein. 1, wie gesagt, wenn Sie die Definition gucken, ist das neutrale Element bezüglich Multiplikation. Ne? 8 mal 1 ist 1 und so weiter. 8 mal 8 ist 8. Das heißt, das ist neutral bezüglich Multiplikation. Wenn Sie mit 1 multiplizieren, fällt die 1 sicher neutral. Ne? Irgendwas mit 1 multipliziert, auch modulo p, bleibt immer dieses Element. Die Inverse ist immer darüber definiert, Element mal irgendwas muss die 1 rauskommen, das zentrale Element. Also das hier ist wieder die Inverse, genau wie hier. Die wird jetzt bloß nicht mit einem Minus dargestellt, sondern wie schreiben wir eine Inverse einfach von der Notation her? Hoch minus 1 oder 1 durch. Ne? Aber uns ist lieber hier dieses hoch minus 1. Also am besten Brüche, hatte ich glaube ich schon mal gesagt vor ein paar Wochen, streichen Sie aus Ihrem Gedächtnis, ja, für den Rest des Studiums. Okay? Brüche, das ist jetzt überspitzt, aber Brüche können, wenn Sie hier die in endlichen Strukturen rechnen, können sehr verwirrend sein. Ja? Also lieber diese hoch minus 1, diese Inversen-Notation nehmen. Ja, gucken wir uns mal an, was es denn so gibt. Das sind die 5 Elemente. Hier erste, wer wird Millionär-Frage, ne? 0. 0 mal was kommt, ist gleich 1 modulo p. Was brauchen wir da? 0 mal was ist gleich 1. Gibt's nicht. Wie gehen wir damit? Geht nicht. Können Sie mir jetzt keine Zahl sagen, Sie nicht unendlich oder sowas. Ne? Gibt es nicht. Wie gehen wir damit um? Ist nicht definiert. Das heißt, diese Zeile hier war eigentlich überflüssig. Bezüglich Multiplikation gehört die 0 nicht dazu. Das heißt, wenn wir uns das hier angucken, haben wir eigentlich zwei Strukturen. Wir haben nämlich die große Struktur. Das ist die additive Struktur. Da können wir addieren und subtrahieren. Und dann haben wir die multiplikative Struktur, da gehört die 0 nicht dazu. Okay, und die werden auch manchmal genannt, das Orange ist jetzt die multiplikative, kurz ich mal Multipl ab, ja, multiplikative Gruppe. Und das Rote ist die additive. Das heißt, weil die 0 bei der Multiplikation sowieso nicht mitspielen darf, können wir die auch bei der inversen Betrachtung rauswerfen. Weil eigentlich ist das hier überhaupt nicht definiert. Also hier machen wir mal hin, sag ich mal, Fragezeichen. Also nicht so sehr, weil ich es nicht weiß, weil es ja keine Antwort zu gibt, sondern weil es eigentlich keinen Sinn macht. Also eigentlich müssten wir die Spalte hier wegstreichen. Ja? Ich mache das auch mal so. Okay. Jetzt wird es ein bisschen interessanter. 1 mal was? Also 1 mal Inverse von 1 ist gleich 1. Was müssen wir denn da hinschreiben? 1. Die Inverse von 1 ist sich selber. Inverse von 2. 3. 2 mal 3 ist 6. Modulo 5 ist 1. Gleiche gilt hier. Und für die 4, was fehlt denn dann noch? Mich hier verhauen. Se 4 mal 4 ist 16, genau. So, danke. 4 ist die eigene Inverse. So.
So, wenn jetzt der Vincent Reimann und der John Damon, das sind zwei belgische, junge belgische Postdocs gewesen, da komme ich nächste Woche drauf zu sprechen, um die 30, da haben die AES erfunden. Wenn die sich entschlossen hätten, AES, diese Arithmetik, diese Worte, dieses Rechnen im AES-Algorithmus in einem Primkörper leben zu lassen, dann könnten wir jetzt alle nach Hause gehen. Okay? Weil das ist so ungefähr den Stand, den wir brauchen. Wir wollen ungefähr wissen, wie die Rechenregeln sind. Ne? Hier, wie sind wir hier drauf gekommen? Übrigens, da sollte ich vielleicht noch durch Ausprobieren im Moment. Ne? Die Frage ist, wie geht das mit großen Zahlen? Da kommt ein ganz toller Algorithmus, der Euklidische Algorithmus, der kommt im Januar. Da kriegen Sie ein Verfahren, wo Sie das jetzt nicht durch Ausprobieren systematisch berechnen können. Das ist der Euklidische Algorithmus, der ist jetzt nicht so schwer. Das heißt, wir haben jetzt im Wesentlichen die Rechenregeln, so ein bisschen hemdsärmlich, aber eingeführt für Primkörper. Alles prima. Das Problem ist, AES benutzt keine Primkörper. Und die CD-Spieler für die Fehlerkorrektur, ne, damit sie die Kratzer rausrechnen können, die benutzen auch keine Primkörper, sondern die benutzen diese speziellen Erweiterungskörper. Okay? Was hier aber gut ist, man hat so ein bisschen das Gefühl, was meint der Herr Paar überhaupt mit endlichen Mengen rechnen und so weiter. Das sind bei Primkörpern da. Jetzt die Frage, wie machen wir das mit anderen Körpern? Und das würde jetzt, das sind wir jetzt 1, 2 Primkörper, jetzt Nummer 3 in unserer Nummerierung heute. Erweiterungskörper. Frage ist, Rechenregeln für ZB GF 256. Und was sollte Ihre Reaktion jetzt sein? Oder was würden Sie jetzt erstmal probieren von dem, was wir jetzt gemacht haben? Wie würden Sie da Rechenregeln definieren? Hier. Machen wir genauso, wie wir hier gemacht haben, bloß eben nicht Mod 5, sondern Mod 256. Und das geht schief. Da kriegen Sie Widersprüche rein, da kriegen Sie Nullteile rein und so weiter. Das heißt, Sie kriegen nicht diese Tableaus hier, diese Tabellen, die kriegen Sie nicht sauber aufgeschrieben, ohne dass da Widersprüche drin sind. Das heißt, diese Körper kriegen Sie nicht hin, ne? Kann man mal mit, ich weiß nicht, ob das Hausaufgaben, können Sie mal zu Hause, will ich jetzt nicht machen, weil wir die Sachen durchziehen wollen. Zum Beispiel bei GF4, das wäre ja, was ist denn die Primzerlegung von 4? Kriegen wir das hin? 2 hoch 2, gut. Da könnte man sich ja einfach so Tabellen aufbauen, ne? Da werden Sie sehen, da kriegen Sie Widersprüche rein damit. Das können Sie mal zu Hause machen, das geht nicht. Also wir brauchen irgendwie andere Rechenregeln, also andere Verfahren, was weiß ich, um die 3 und die 2 zu verknüpfen oder so weiter. Okay? Und jetzt muss ich sagen, das ist eigentlich so ein total, obwohl es Mathematik ist und nicht direkt Kryptographie, eigentlich eine total spannende Sache, weil es, glaube ich, das erste Mal im Leben, dass Sie so mal ganz andere Zahlensysteme kennenlernen. Nicht nur andere Zahlendarstellungen, also weiß ich nicht, Hexadezimal oder Binärdarstellung oder die römischen Zahlen, oder so, sondern wirklich mal ein Zahlensystem mit ganz, ganz anderen Rechenregeln. Das war bei der Modularrechnung auch so, das haben Sie bloß nicht wahrgenommen, weil Sie sich jetzt nach 5 Wochen schon so eine Gehirnwäsche von mir gekriegt haben, dass Sie das schon automatisch richtig machen. Ne? Was hier ja zum Beispiel steht, ich will Ihnen mal zeigen, welche absurden Sachen wir gemacht haben, die Sie gar nicht mehr als absurd empfunden haben. Wenn wir uns doch mal das hier angucken, ne? Wenn wir das als Gleichung ausschreiben, das ist doch 4 mal 2 ist gleich 3, ne? Alle dabei? Finden Sie gar nicht mehr so seltsam, ne? Weil Modulo 5 haben wir ja schon eine affine Chiffre. Jetzt gehen Sie mal in einen Laden und kaufen da mal 4, was kostet denn 2 Euro?
Geben Sie mal ein gutes Beispiel, was nah an Ihrem Leben ist. Bio-Bananen, gut, genau. Und da legen Sie also 4 Bündel Bio-Bananen drauf. Die kosten zufällig genau 2 Euro, gut abgewogen oder so. Und da geben Sie der Verkäuferin 3 Euro. Und die wird ja sagen, Sie sind bescheuert, das kostet 8 Euro, oder? Warum mache ich das nicht, um Sie zu erheitern und so ein bisschen Entspannung zu machen mental, bevor es weitergeht, sondern ich will Ihnen deutlich machen, das sind eigentlich vollkommen absurde Rechenregeln. Absurd relativ zu der Sache, die meine Tochter Maja in der Grundschule lernt. Weil in der Grundschule lernen Sie ja nicht 4 mal 2 ist 3, sondern 4 mal 2 ist 8. Okay? Warum? Das hat mit den anderen Anwendungsszenarien zu tun. Wenn Sie im Supermarkt sind, da ist die normale Definition 4 mal 2 ist 8, ist unheimlich nützlich, weil Sie da den Preis von Bananen ausrechnen können. Ja? Genau. Wenn Sie fehlerkorrigierende Codes machen wollen, kommen Sie damit nicht weiter. Sie können also diese CD-Fehlerkorrektur, da wird ausgerechnet, welche Bits nicht nur beschädigt sind, wenn Sie die verkratzen oder ein kleines Loch reinbohren, sondern wird sogar ausgerechnet, was der Bitwert vorher war. Okay? Das geht aber nur, wenn Sie Arithmetik nach dieser Rechenregelung machen. Das heißt, anderes Anwendungsszenario, Sie sind jetzt ein CD-Spieler, ja, und wollen die Kratzer korrigieren, dann müssen Sie diese Modularithmetik machen. Im Supermarkt müssen wir die normale Arithmetik machen. Und mit diesem Modell, so müssen Sie sich das jetzt auch mit Erweiterungskörpern vorstellen. Also wir bauen uns erstmal was Künstliches, eine künstliche Arithmetik, die ist aber nachher unheimlich hilfreich, wenn Sie zum Beispiel auf EC-Karten was verschlüsseln wollen oder so. Und da wird jetzt nicht AES eingesetzt, aber weiß nicht, auf wahrscheinlich irgendwelchen französischen Smartcards wird wahrscheinlich AES eingesetzt. Dann können Sie es machen. So. Jetzt kommt der erste Schwierigkeitsgrad und das wird ganz, ganz neu sein für Sie. Also ein bisschen festhalten. Ne? Jetzt geht es so vom Tempo und Abstraktion, wird jetzt richtig spannend. Ne? Die Zahlen, die Elemente sind keine Zahlen mehr. Das war die erste Sache, die eigentlich didaktisch so ein bisschen komisch ist. Ich habe gesagt, was sind die 5 Elemente von GR5? Ja, die Zahlen 0, 1, 2, 3, 4. Das ist also jetzt nur sehr mäßig fantasievoll von mir. Ne? Beim Erweiterungskörper kommen Sie damit schon nicht weiter. Sie müssen sich was Neues einfallen lassen. Sie können jetzt eben nicht sagen, meine 256 Elemente sind die Zahlen 0, 1, 2, 3, 4, 5 bis 255 hoch. Okay, das wird der erste Unterpunkt. Machen wir 3a, nennen wir das. Elementdarstellung. Erste Anmerkung, nur nochmal so, damit ich das nochmal aufschreibe, was ich gerade gesagt habe. Anmerkung, Elemente werden nicht, können Sie unterstreichen oder Fettdruck oder irgendwas, oder rot, werden nicht als ganze Zahlen sondern, jetzt braucht man eine neue Datenstruktur, das hatten wir auch sogar mal gehabt, und zwar bei zweite Woche Stromchiffren. Was haben wir da ganz am Ende? Da haben wir über irreduzible Polynome gesprochen. Ne? Und wie haben wir diese Polynome dargestellt? Weiß das noch einer? Ach, als Polynom, was sage ich? Dieses Schieberegister als Polynom. War eine total doofe Frage, von mir vergessen. Ich wollte fragen, wie haben wir die Schieberegister dargestellt? Die mit maximaler Länge waren, da haben wir Polynome eingeführt. So. Und diese Polynomsache kommt ja ganz massiv, nämlich mal flapsig gesprochen, Erweiterungskörper, also endliche Körper mit Erweiterung drauf, also m größer 1, sind Polynome. Okay, das heißt, die Elemente von GF P hoch m werden als Polynome
dargestellt. Das heißt, wenn wir A, groß A in GFP hoch M haben, kann man als Transformation machen. Wir machen das in so eine Sache, da haben so die guten Mathematiker, haben da richtig gut Bauchschmerzen mit. Machen wir aber trotzdem, das geht, ist jetzt nicht falsch, ist denen aber ein bisschen zu flapsig. Und zwar sagen wir A, das Element A ist eigentlich ein Polynom. Und eigentlich ist es nur, wenn wir betrachten das eigentlich nur als Polynom, um damit rechnen zu können, aber für uns als Anwender, als Kryptografen, ist das Rechnen so wichtig, dass wir da jetzt nichts nochmal mit irgendwelchen Elementen oder so rumhantieren, Wurzeln des erzeugenden Polynoms oder sowas. Wir sagen einfach, a von x ist das Polynom a hoch m, a Index m minus 1 mal x hoch m minus 1 plus bis nach unten runter a1 x hoch 1 plus a0. Hier die Jungs, die kleinen a's, wie nennt man sowas in einem Polynom? Das müssen Sie jetzt aber wissen, ungefähr seit der 10. Klasse. Das sind die Koeffizienten. Wie viel haben wir davon? Das heißt, a von x könnte eigentlich auch geschrieben werden. Als sowas Vektorartiges. Das ist diese Menge. Vektorraum kann man eben auch als Vektorraum, kann man eben auch als Vektor betrachten, diese m-Koeffizienten. Da haben wir m Stück von, ne? Wir fangen mit 0 an zu zählen. Jetzt ist die große Frage, was sind diese kleinen a's wieder? Ne? Jetzt haben wir ja erstmal das Problem nur verschoben. Wir haben gesagt, okay, ein Element hier oben besteht hier raus. Was hätten Sie denn für Vorschläge? Was sollen das wieder Polynome sein oder Matrizen oder Differentialgleichungen oder komplexe Zahlen oder... Alles Unsinn, was ich gemacht habe bis jetzt. Was wird sich, ja. Genau, die sind wieder in diesem sogenannten Unterkörper, GFP. Genau, das sind wieder die kleinen a's, die Koeffizienten sind wieder in GFP drin. Also a, i nenne ich das mal, ist Element von GFP. Und das ist genau, wie der Kommilitone gesagt hat, natürlich die Elemente 0, die Zahlen 0, 1, 2 bis p minus 1. Wunderbar. Das können Sie mal so ein bisschen Reality-Check machen. Ne? Sie haben da jetzt A0, A1, A2 bis AM-1. Wenn Sie nur A0 hätten, also ein Polynom vom Grad 0, dann haben Sie wie viele möglichen Werte hat A0P natürlich. Ne? 0, 1, 2 bis P. Jetzt, also angenommen, jetzt nehmen wir an M gleich 2. Das heißt, Sie haben die Elemente A0, A1. Und jeder von A0 und A1, jeder von den beiden Koeffizienten kann die Werte 0, 1, 2, 3 bis p minus 1 annehmen. Wie viele verschiedene Werte können Sie darstellen mit zwei von den Symbolen, zwei Koeffizienten? Wissen Sie, was ich meine? Okay, Zehnersystem. Mit einer einstelligen Zahl A können Sie die Werte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bis 9 darstellen. Ja, alle dabei? Wenn wir jetzt zwei Stellen machen, A und B, oder A0, A1, das läuft von 0 bis 9 und die läuft von 0 bis 9. Wie viele Werte können Sie mit zwei Ziffern darstellen? Ja? 10 hoch 2, genau. Jetzt hier, wenn ich A0 und A1 habe, jedes hat einen Wert, jedes hat p verschiedene Werte, wie viel können Sie dann mit zwei darstellen? P mal p natürlich, ja? Alle dabei, p mit A0,
Jetzt nehmen wir 3, jetzt nehmen wir Koeffizienten A0, A1, A2. Wie viele Werte können wir darstellen? P hoch 3, P hoch 4. Wir haben jetzt aber nicht, im allgemeinen Fall haben wir m Koeffizienten, A0, A1, A2 bis am. Wie viele Werte können wir darstellen? P hoch m. Das ist jetzt nur so ein Abzahlargument, dass das irgendwie Sinn macht, wenn man so ein, wenn man ein Polynom nimmt, das soll man vielleicht aufschreiben. Ax kann man ja auch so schreiben. Axi, I läuft von 0 bis m minus 1, kann p hoch m verschiedene Werte annehmen. Also das ist jetzt nicht besonders raffiniert, ne? Die Sache. Ist aber so, so mal als erste Erfahrung damit, können wir sagen, vielleicht sind Polynome doch nicht so dumm, für so einen Erweiterungskörper darzustellen, weil da kriegen wir zumindest die Elementeanzahl hin. Okay? Was ja nicht das Hauptproblem ist, aber das ist jetzt einmal so eine Beobachtung, die wir haben. So, und was ich jetzt gerne mit Ihnen machen würde, ne, also endliche Körper in 90 Minuten ist ja ziemlich gewagt, ne, damit wir durchkommen, wir machen jetzt genau wie eben, wir machen einfach die Rechenregeln. Da könnte man also, wie gesagt, Professor Avanzi macht das ein ganzes Semester lang, ne, wir machen das 90 Minuten lang. Wir springen da rein, machen jetzt einfach die Rechenregeln. Ja. Und zwar machen wir jetzt, ab jetzt, Spezialfall gleich 2. Das heißt, wir betrachten jetzt Körper GF2, Spezialfall GF2, das heißt GF2 hoch M. Warum? Weil das im AES drin ist und im CD-Spieler. Das ist genau der Körper, die Algorithmen, die da macht, die sind dafür standardisiert. Das heißt nicht, dass das anders nicht klappen würde, aber der AES ist eben für GF2 hoch 8 ausgelegt und der CD-Spieler ist auch für GF2 hoch 8 ausgelegt. Und was Sie nicht wissen auch, ist auf Ihrer Festplatte, da haben Sie natürlich auch mit Fehlerkorrektur, ist da der Teufel los, können Sie sich vorstellen. Das kommt dann natürlich ständig vor, dass da irgendwelche Magnetbits hin und her flippen, wenn Sie den Laptop mal zu feste aufschlagen oder wenn der zu warm geworden ist. Das heißt, in der Festplatte läuft auch ganz viel Fehlerkorrektur, aber das ist normalerweise herstellerspezifisch, da reden die auch nicht drüber. Aber das sind genau diese fehlerkorrigierenden Algorithmen. Die überendlichen Körpern laufen auch drin. Und da gibt es zum Beispiel jetzt andere Körper als GF2 hoch 8, deswegen kam ich da gerade drauf zu sprechen. Okay. Aber jetzt für uns ist es diese GF2 hoch M, die sind sehr, sehr interessant. Erstes machen wir Addition. Schrägstrich Subtraktion. Die sind sich sehr ähnlich, wie Sie gleich sehen werden. Ja, und jetzt wird es interessant. Ne, jetzt das Einzige, was wir wissen, ja, okay, das können wir vielleicht jetzt noch einfügen hier. Beispiel. M gleich 3. Das heißt, wir reden über den Körper, hier GF2 hoch 3. Wie viele Elemente haben wir in dem Körper? Was steht da? Wie viele Elemente haben wir da drin? Was glauben Sie? 8, 2 hoch 3 ist 8, ja genau. Wie sehen die aus? Jetzt vor 10 Minuten hätten Sie gesagt, das ist doch klar, das sind die Zahlen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das ist aber großer Blödsinn. Warum? Weil ich gesagt habe, wir nehmen nicht die Zahlen als Darstellung, sondern wir nehmen Polynome. Okay. Und welche Polynome leben in dem Körper? Elemente von das
heißt, die sehen ja so aus, ne? Da ist ja a von x ist dann ja a2x² plus a1x plus a0. Ja, und jetzt spielen Sie einfach alle binären Kombinationen durch. Das haben Sie ja schon oft gemacht, hoffe ich. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Alle dabei, ja, das sind einfach drei Bitvektoren, ja, wenn Sie das so als Informatiker sehen. So, aber wir jetzt vom Mathematischen, das ist jetzt der springende Punkt, wir sagen, das sind keine Bitvektoren, sondern das sind Polynome. Nämlich, das ist das schöne Polynom, schreibe ich einfach, ja, von a von x drüber, so. Das ist das Nullpolynom, das gibt es natürlich auch. Ne? Das jetzt, wenn man das so aufschreibt, eine Null hinschreibt, da denkt man nicht unbedingt, das wäre ein Polynom. Was für ein Polynom ist denn hier die zweite Zeile? Die ist so eine Spur interessanter. 1, das ist auch ein entarteter Fall, wenn Sie wollen. Nächste Polynom. Da müssen Sie einsetzen. A2 ist 0, 0 mal x² plus 1 mal x plus 0, das heißt, hier kommt hin ein einsames x, genau. So, jetzt ist das x schon nicht mehr so einsam in der nächsten Zeile, ne? Nämlich, was kommt hier hin? X plus 1, sehr gut. So, 60 Sekunden, ne, diese komplizierte Tabelle zu Ende zu führen. Okay, haben wir alle, können Sie vergleichen. Ne? So, und jetzt springen wir direkt in die Anwendung, in die Addition, jetzt in die Arithmetik haben wir immer noch nicht gemacht. Aber das ist klar, also wir haben jetzt so eine Menge, eben hatten wir hier so eine Wolke, eine Kartoffel oder was auch immer. Mit den fünf Elementen, man muss sagen, das ist Zufall und didaktisch ist das ein schlechter Zufall. Weil Sie gucken sich das an und denken, das sind ja normale Zahlen. Weil wir gesehen haben, hier Bananen kaufen, ne, das geht nicht. Die Rechenregeln sind nicht normal. Deswegen sage ich, didaktisch ist das
ist das ein bisschen irreführend, weil Sie denken, na, das ist im Grunde genommen das Gleiche wie normal rechnen. Ist überhaupt nicht das Gleiche wie normal rechnen. Hier wird es ein bisschen klarer, weil eigentlich, und das mache ich jetzt nicht, eigentlich müssten Sie jetzt so eine Wolke machen und all diese Polynome hier reinschreiben. Wissen Sie, das sind, also um das, diesen Mengenbegriff so ein bisschen, ne, mehr mit Leben zu erfüllen. Und die Frage ist jetzt, wie können wir auf den Polynomen rechnen? Wie können wir die verknüpfen? Okay? Und dafür nutzen wir jetzt eben genau diese Polynomstruktur aus. Okay? Jetzt fangen wir Addition und Subtraktion an. Wenn wir annehmen, wir haben ax ist ai hoch xi wieder, läuft von 0 bis m minus 1. b von x ist genau das gleiche. bi xi mit dem gleichen Laufindex. Was wir jetzt machen, ist Polynomaddition. Wie addieren wir zwei Polynome? Das ist was Einfaches. Weiß das jemand? Koeffizientenweise. Da wird Koeffizient für Koeffizient addiert. Das heißt dann, c von x ist, jetzt schreibe ich mal um, ai plus bi. Und jetzt muss man aufpassen, wo lebt denn ai, bi? Die sind Element von was? Die sind ja nicht in Gf hoch m. Ne? Gf hoch m ist ja der also dieses Ganze hier ist in das Groß A, das Groß B ist in dem Erweiterungskörper. Wo ist denn klein ai, klein bi? 0 und 1, genau. Und wie nennen wir dieses 0 und 1? Was ist das für ein Körper? Haben wir da oben irgendwo stehen, ne? Sehen Sie diese AI-Zeile da? GFP, was ist denn P hier? Die 2. Das heißt, AIBI ist in GF2. Und das haben Sie genau richtig gesagt. Das ist natürlich die sehr aufregende Menge 0 und 1. Okay? Ist überhaupt nicht aufregend, das war ironisch, ja. So, wenn wir jetzt a, i, b, i addieren, da gibt es ja vier Fälle, ne? Weil die können ja jeder 0 und 1 sein, ne? Da gibt es den Fall 0 plus 0 ist 0, 0 plus 1 ist 0, 1 plus 0 ist 1, 1 plus 1 ist was? Kommt ja erstmal 2 raus, aber 2 ist nicht mehr hier drin, ne? Da kommt wieder die 0 hin. Warum? Die sind im GF2 und GF2 ist ja Primkörper. Und da gelten ja hier die Rechenregeln, ja? Ist das klar? Also im GF2 selber, in dem Unterkörper, müssen Sie wieder Primkörperarithmetik machen. Das heißt, das ist AI plus BI mod 2 und das Ganze hoch XI. Das hier ist jetzt ax plus bx. Jetzt gucken wir mal minus an. Das war jetzt c, nennen wir mal dx. D von x. Ja, und was schlagen Sie hier vor? Wenn wir a minus b rechnen, werden die Koeffizienten natürlich subtrahiert. Aber was hatten wir über Modulo 2 Subtraktionen gelernt, als wir Stromschiffen gemacht haben, vor 4 Wochen oder so war das, 3 Wochen? Weiß das noch einer? Subtraktion ist gleich was? Addition war genau das Gleiche. Was sagt denn der Elektrotechniker hier zu dem Plus Modulo 2? Wie nennt der das denn? Oder die das denn?
Das sind XOR-Gatter. Das sind ja binäre, das sind ja hier 0 und 1, die werden verknüpft, ob sie plus modulo 2 rechnen oder XOR-Operation ist das Gleiche. Hier ist genau das Gleiche, also diese scheinbar inverte Operation ist genau das Gleiche. Das hier entspricht daraus folgt, C von x ist gleich D von x. Das heißt, A plus B ist gleich A minus B. Und das gilt nur in dem Körper GF2. Okay? Es gilt nur in dem Körper GF2 hoch M. Also GF3 hoch M, GF4 hoch M, GF5 hoch M oder so weiter. Gilt das nicht, dann ist bloß in diesen Charakteristik 2 Körpern so, ja. Charakteristik 2 heißen, wenn unten wenn das GF hoch M ist. Jetzt kann man Beispiele machen, das ist langweilig. Kommt alles in den Hausaufgaben, keine Sorge. Was ich gerne noch machen würde mit Ihnen heute, ist die... Das war 3a, hier sollte man noch Namen geben, das ist 3b. Und jetzt kommen wir auf 3c. Ja, was kommt da raus? A von x, b von x sind natürlich wieder definiert wie hier. Das sind wieder Polynome vom Grad m minus 1. Und wie würden wir denn jetzt als erstes hier rangehen? Was würden Sie denn jetzt mit dem Polynom machen, wenn ich Ihnen die so hinwerfe und sagen, berechnen Sie mir mal das Produkt von a und b. Was machen wir jetzt als erstes? Polynommultiplikation. Ne? Warum? Weil das eben ja gut geklappt hat. Hier war ja super, ne? Haben wir gesagt. Habe ich jetzt mit C geschrieben? Mit K sein. Addition, Subtraktion. Bleiben Sie dran. Also jetzt ist so der Höhepunkt. Also wenn Sie jetzt abschalten, war nicht vollkommen sinnlos, aber das ist jetzt so eine Sache, da knobeln Sie zu Hause eine Stunde dran aus dem Skript, wo das irgendwie nicht so ganz klar ist. Nicht, dass es bei mir so ganz klar ist jetzt, aber wenn Sie jetzt dranbleiben und die Hausaufgaben machen im Skript, dann sind Sie irgendwie, haben Sie in 10 Minuten verstanden. Wenn Sie nur Skript haben und hier gepennt haben, pennen geht ja noch, dann haben Sie es selber nicht verstanden, dann lenken Sie die anderen nicht ab. Aber wenn Sie hier pennen, brauchen Sie irgendwie 90 Minuten oder so. Und jetzt wach bleiben auch da hinten und wach bleiben und nicht reden. Ne? Ich schenke Ihnen gerade 70 Minuten, ja. Wird dafür bezahlt, ne? Das ist ja nicht so. Aber was ich meine, wenn hier Addition und Subtraktion steht, dann meine ich nicht Addition und Subtraktion von Polynomen, sondern ich meine Addition und Subtraktion in diesem Galois-Field, in diesem GF2 hoch M. Wenn jetzt hier Multiplikation steht, meine ich natürlich Multiplikation in GF2 hoch M. Okay. So, wie probieren wir das? Natürlich genau, wie wir eben gemacht haben, hat ja eben auch geklappt. Eben haben wir einfach die Polynome addiert und es hat geklappt. Genau das analogen Schritt mache ich jetzt auch. Lassen wir uns doch mal die Polynome multiplizieren und gucken, was da rauskommt. Erster Versuch. Reine Polynom. Multiplikation kürze ich hier ab. Polynommult.
Was ist denn der höchste Koeffizient hier von dem a von x? Der höchste Wert. Das ist doch hier oben, ne? Wo haben wir das? Ah, das soll ein m sein, ja, da fehlt ein bisschen Kreide, 2 cm. Ah, m minus 1. Okay, das heißt, der höchste Koeffizient da oben ist x hoch m minus 1. Welchen Grad, und b das gleiche, welchen Grad hat denn c von x, wenn wir hier ganz normal Schulbuch Polynommultiplikation machen, 9. Klasse? Wissen, was ich meine? Und das nennen wir mal cx', weil das nicht ist, was wir nachher wollen. Das, Sie merken ja schon, wie ich Sie jetzt hier ranführe, irgendwas geht da schief. Da kommt raus, x, was ist der höchste Grad, den ich hier anschreiben soll? Der höchste Koeffizient, den wir uns zusammenbasteln. X hoch was? Irgendwo muss ich ja mal multiplizieren, manchmal so Nebenrechnung hier. Irgendwo muss ich berechnen, a m minus 1, x m minus 1 mal was kommt da raus? Vergessen Sie endliche Körper, ganz einfach Polynommultiplikation. Sehr gut. 2 m minus 2. Warum? 7. Klasse Exponentialrechnung, ne? Die Exponenten addieren sich. Das heißt, was hier rauskommt, ist ein Polynom. Die nenne ich auch mal gestrichen hier. Ich kriege ein Polynom, das zu groß ist. Ne? Eigentlich nicht zu groß, zu lang. Ne? Der Grad ist zu hoch. Ne? Im allgemeinen Fall. Ich kann Glück haben, dass die sich vorne alle gerade zu Null aufaddieren, aber da müsste ich schon Glück haben. Und das ist doof, weil ich will natürlich als Produkt a mal b, will ich auch wieder ein Polynom haben, das hier so eine Form hat, wo nur die Koeffizienten a0, a1 bis a minus 1 auftreten. Das heißt, das Polynom ist zu groß. Wie gehen wir denn damit um? So eine ähnliche Situation hatten wir ja schon oft im Leben gehabt hier in der Kryptographie. Ne? Wie kriegen wir denn so Zahlen klein, die zu groß sind? Haben wir heute schon gemacht, da hatten wir noch. Modulo. Genau, und jetzt wacht, das ist die Sekunde, ne, in den 90, die Sekunde, genau. Mit was machen wir hier Modulo? Und wir machen genau den Modulo-Trick. Mit was sollen wir hier Modulo machen? Das Problem ist, womit haben wir denn eben Modulo gemacht? Modulo P. Können Sie anfangen, Modulo P, können Sie jetzt machen, wie Sie klein Geld haben. Dieses Mod P, das wirkt immer nur auf die Koeffizienten, diese C0, C1, diese kleinen. Aber damit kriegen wir das große Polynom nicht klein. Ne? Ja? Genau. Was wir brauchen, ist irgend sowas wie Polynomdivision. Ne? Genau. Und was wir dann, und genau das machen wir, wir übertragen praktisch die normale Modulo-Reduktion. Was haben wir da gemacht? Wenn wir Modulo-Reduktion sagen, teilen wir durch was? Durch den Modulus, durch das P. Und nachdem wir geteilt haben, was interessiert uns denn überhaupt von den Teilen? Welcher Teil von der Division? Der Rest, der Quotient gar nicht. Und genau das Gleiche übertragen wir jetzt auf Polynome. Das heißt, was wir dafür aber ganz besonders brauchen, also was wir jetzt gerne hätten, wir c von x ist a von x mal b von x. Und das ist und jetzt sagen wir, dieses c von x, das Produkt, kriegen wir als c' von x. Wir führen sogar dieses Modulo-Zeichen ein, hier, was wir manchmal schlabbern, aber das haben wir immer im Kopf dabei, wenn wir Modulo schreiben. Ja, Mod was? Mod, und das wissen Sie nicht, das ist jetzt eine doofe Frage, ne? Mod zu einem besonderen Polynom P von x, und das verhält sich tatsächlich ungefähr so wie eine Primzahl. So eine Art Primpolynom. Okay. Das heißt jetzt aber nicht Primpolynom, obwohl die Eigenschaften so ähnlich sind,
P von X ist ein sogenanntes, und den Ausdruck haben Sie schon mal gehört, obwohl Sie sich gar nicht dessen bewusst waren, in der vorletzten Hausaufgabe, weiß das noch einer? Irreduzibles Polynom, war gerade richtig, da hatten wir irreduzibles Das heißt, Sie müssen teilen den Rest betrachten. Das ist jetzt erstmal, können Sie vielleicht so ein bisschen intellektuell folgen, haben im Moment überhaupt keine Vorstellung, wie das ist. Warum? Weil Sie noch kein Beispiel gesehen haben. Und das will ich als allerletztes noch mit Ihnen machen. Genau, das steht im Skript und wir müssen, und wir machen in der Übung, machen wir die Sache weiter. Oder nächste Woche machen wir damit auch weiter. Aber nur noch mal ein Beispiel. Damit die Sache so ein bisschen Sinn macht, nachdem wir uns hier am Nachmittag rumgeschlagen haben. Wir nehmen GF2 hoch 3, so irgendwie einen ziemlich kleinen Körper, mit dem man GF2 hoch 4, sorry. Und was wir jetzt probieren, wir probieren jetzt zwei Polynome zu multiplizieren. A von x ist x hoch 3 plus x² plus 1. B von x ist x² plus x, sorry. Jetzt multiplizieren wir a von x mal b von x aus. Okay. Da kommt raus, ich fange jetzt mal an, diesen x Quadrat hier mal zu nehmen mit all den oberen. Dann kriegen Sie x hoch 5 plus x hoch 4 plus x Quadrat plus x hoch 4 plus x hoch 3 plus x. Stimmt das? Ich weiß, es ist fast 3 Uhr. Sind Sie noch dabei hier? Siebte Klasse oder so, ne? Ist noch genau. Was jetzt nicht mehr siebte Klasse ist, was kürzt sich denn jetzt weg in dem Ausdruck hier? Welche Terme fallen hier raus? Das geht ja hier weiter, ne? Wird hier aufaddiert. Was kürzt sich denn da weg? Die beiden x hoch 4. X hoch 4 plus x hoch 4 ist immer 0 in G, ist ja alles mod 2, ja? Bisher muss man ja immer alles Modulo 2 rechnen. Also die Sachen fallen hier wieder raus. Okay. Nee, ich mache es jetzt mal langsamer für Sie, damit es nicht heißt. Ich schreib das erst nochmal hier hin. Das ist noch siebte Klasse, ja? Und jetzt kommt Stromchiffre, ne? Weil jetzt müssen wir das sind ja die Koeffizienten, hier ist der Koeffizient 2. Was ist 2 modulo 2? 0, der fällt weg, ja? Können wir wegschleichen. Okay. Offensichtlich ist x hoch 5 ja nicht mehr in dem Körper drin. Wir sind ja GF2 hoch 4, da ist ja der höchste Polynomgrad, ist ja 3, der da auftauchen kann. Das heißt, was ist der nächste Schritt, den wir machen müssen? Was habe ich Ihnen eben erzählt? Modulo reduzieren. Aber womit? Mit einem irreduziblen Polynom. Das haben wir noch nicht. Und das muss angegeben werden. Ja? Das hat was mit diesen Polynomen zu tun. Die sind ungefähr, nicht ganz genau, aber das sind die... ähnlich den Polynomen bei den Schieberegistern, womit Sie die maximale Zykluslänge hinkriegen. Erinnern Sie sich ganz schwach vor 2 Wochen? Das ist eine Untermenge davon. Nee, das ist eine Übermenge. Also die Polynome mit der maximalen Zykluslänge, das sind besondere irreduzible Polynome. Ja, und was Sie jetzt machen müssen ist,
x hoch 5 plus x hoch 3 plus x Quadrat plus x teilen hier durch. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Das ist x, das ist x hoch 5 plus x Quadrat plus x. Eigentlich steht ja Minus hier, ne? Und das ist in NRW Sommersemester, viertes Schuljahr. Da machen Sie genau schriftliches Dividieren. Das macht die Maya, kriegt das ab Februar. Okay? Das genau das mache ich. Das ist Long Division heißt das im Englischen. Das ist die normale schriftliche Division, die mache ich mit Ihnen hier. Die macht das nicht mit Polynomen, sondern mit ganzen Zahlen. Ne? Aber das ist genau die Sache, die brauchen wir jetzt wieder. So, jetzt wissen wir, und dann bei der Maya steht hier Minus, ne? Aber wir wissen, weil wir im GF2 sind, also beim Mod2 rechnen, können wir da auch Plus hinschreiben. Ist das klar? Plus und Minus das Gleiche. Können Sie jetzt machen, wie Sie wollen. Es ist weniger verwirrend, wenn Sie das alles in Plus lassen. X hoch 5 und x hoch 5 kürzt sich weg. X hoch 3 bleibt. Das kürzt sich weg, das kürzt sich weg. Keine 1. So. Das heißt, wie die Maya das aufschreibt und wie Sie das im vierten Schuljahr gemacht haben, haben Sie wahrscheinlich nicht mehr so ganz dran, dann würden Sie hinschreiben, x hoch 5 plus x hoch 3 plus x Quadrat plus x geteilt durch x hoch 4 plus x plus 1 ist x. Und was macht man weiter in der Grundschule? Rest, gut. Alles nicht so lange her. X hoch 4 plus x plus 1. Letzte Minute jetzt. Das, wir sind jetzt fast, wir sind da. Wir sind da. Jetzt bloß, Sie müssen? Ja. 60 Sekunden. 60 Sekunden. Ja. Genau, genau. Um Ihnen deutlich zu machen, welche auf einer Binärebene im Computer, ich glaube, Sie konnten es nachvollziehen, auf einer Binärebene haben Sie die folgende Rechnung ausgeführt. Wir haben ja gerechnet A mal B gleich C. Wenn Sie jetzt mal angucken, wie die als Bit kodiert waren, ich will dich jetzt als allerletztes machen, das Bitmuster, das A war ja x hoch 3, x Quadrat, das ist 1, 1, das x fehlt, die 1, mal x Quadrat plus x ist das Bitmuster 0, 1, 1, 0. Und was kommt da für ein Bitmuster, welches Bitmuster hat das C? C von x hier, ne, meine ich natürlich. X hoch 3, und x hoch 3 hat welches Bitmuster hier? Welches 4-Bit-Muster? Das macht Ihr digitaler Schaltkreis, wenn Sie es in Hardware machen, oder das müssen Sie in der Softwarebibliothek, müssen Sie diesen Trick hinkriegen. Ja? Da reden wir anders mal drüber. Klasse Vorlesung, bis nächste Woche.